Hey Leute, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch den einfachsten Money Glitch, der überhaupt existiert. Diese Methode könnt ihr pro Easy 1,8 Millionen machen in unter 5 bis 7 Minuten. Das ist sehr, sehr leicht und deswegen nutzt ihn aus, solange er noch funktioniert. Wie immer, denkt dran, abonniert den Kanal, haut jetzt auf den Like-Button. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ich es nicht erwähnt habe, der Glitch klappt auf jedem System. Gut, Treffpunkt ist hier. Casino, wir brauchen nur das Parkhaus, Nachtclub, ein Fahrzeug drin, also Terobyte oder sowas ähnliches. Und die Arena. Mehr braucht ihr nicht. Also als erstens holt ihr euch ein Auto, egal welches. Ja, das Auto wird nicht gelöscht oder so. So, schnappt euch das Auto und fahrt jetzt einfach Richtung Kollege und der Kollege soll einfach nur einsteigen. So, und jetzt fahrt ihr einfach ganz normal Richtung Tor, hier Parkhaus. So, wir steigen einfach aus. Der Kollege steigt jetzt einfach wieder ein. So, dann bleibt jetzt einfach da, so lange, bis wir sagen, er aussteigen soll. Gut, wir gehen jetzt einfach Richtung Nachtclub. Jetzt habt ihr ein Auto, eventuell Lastwagen, ihr könnt nehmen, was ihr möchtet. Steigt einfach ein. Der Kollege hockt immer noch in unser Auto im Parkhaus, alles gut. Pfeiltaste nach rechts, es passiert nichts. Pause, Kreis, aussteigen. So. Wichtig ist, ihr dürft hier nicht rauslatschen, dann habt ihr einen schwarzen Bildschirm, funktioniert gar nichts mehr. Deswegen teleportet euch. Richtung Arena, zum Beispiel hier hin, so. Dann auf Freunde, Freunde suchen, sucht jetzt den Bot raus, wo ihr spielt immer. Zum Beispiel auf die PS4, Anavac 7 oder P4. Auf sein Profil, GTA 5, beitreten. So, wir spawnen wieder. Wie es aussieht, habe ich einen anderen Zielmodus. Ja, okay. Deswegen ist es passiert. Wie gesagt, dann könnt ihr auch X und Kreis ablehnen. Bei mir ist es jetzt so gewesen, nicht schlimm. Und jetzt geht ihr einfach Richtung Arena. Und so, ich habe hier gerade kein Easy am Start. Nicht schlimm, ihr könnt auch natürlich auch andere Fahrzeuge nehmen. Aber wir machen kurz was. Und zwar... Gehst du mal, ja komm, zack, Nummer 1, ja hier ist ein Easy, zack, den hole ich mal kurz hierher und dann steige ich da einfach ein. Pfeiltaste nach rechts, sehr sehr wichtig, ihr müsst was ändern, zum Beispiel Kennzeichen, Lackierung, egal was, das müsst ihr bitte machen, sonst habt ihr wie gesagt ein Problem. So, ich gehe jetzt wie immer gerne auf Kennzeichen. So, Nummerschild, moin, so. Arena verlassen, sehr, sehr wichtig. Wir spawnen. Und jetzt tut ihr Touchpad, Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale anfordern, öffnet das Handy und jetzt holt ihr ein Auto, was ihr löschen könnt. Denkt dran, das Auto existiert nicht mehr. Zum Beispiel ein Allergy, dreckige Kopies, die könnt ihr alle entfernen jetzt. Wartet hier ungefähr 10 Sekunden. Nachdem ihr ungefähr 10 Sekunden gewartet habt, sagt der Kollege Bescheid, er soll einfach aussteigen und achtet jetzt auf mein Kennzeichen. Wenn er aussteigt, voilà, eine saubere Kopie. Denkt dran, ihr müsst die bei MOC abspeichern. Das ist sehr, sehr wichtig. Fährt jetzt AWO rein. Zum Beispiel zurück zur Arena. Futsch. Und somit, Leute, habt ihr eine Kopie gemacht. Und jetzt fangt ihr mit von vorne an. Gebt ein Auto, ein Parkhaus, ein Kollege und so weiter. Ich wünsche euch was, denkt dran, abonnieren, liken, Discord, haut rein, bis dann, ciao.